Okay, das war jetzt nicht so geplant. Einen rundlichen Zwerg. Was willst du hier unten? Handeln. Typ hat nichts, Leute. Dein Boss hat mich runtergeschickt. Sprich nicht so mit mir, du Schwachkopf. Nur mal sehen, was du so machst. Okay. Was machst du da? Körperteile fast fertig für den Hub. Wozu? Für Bob. Zum Verkaufen. Zum Essen. Warum du das wissen wollen? Einfach nur so, auf Wiedersehen. Ich wusste nicht genau, ob Bob das Menschenfleisch hier bekommt. Manchmal habe ich ein bisschen Probleme mit beim Nachdenken. Ich auch Probleme haben beim Nachdenken. Wie war das? Du erzähltest mir gerade, was du da machst. Körperteile fast fertig für den Hub. Natürlich, deshalb bin ich hier. Leguan-Mann Bob dich geschickt? Er glücklich, viel gutes Fleisch. Er verkauft menschliche Körperteile, die die Leute dann essen? Du widerlicher Schuft. Ich zerleg dich gleich in Stücke und verkaufe dein Fleisch. Klar, ich bin gleich zurück. Für Bob zum Verkaufen. Okay. Fragen das? Ja, Doc Morbid hat die besten Menschenkörper unübertroffen. Ich komme gleich wieder, um die Körper abzuholen. Auf Wiedersehen. Du widerlicher. Okay, wir kommen gleich wieder. Wir speichern mal, Leute. Gibt es nur Rauschen? Wer bist du? Doc Morbid. Der Doktor ist draußen, was? Okay, der Doktor ist anscheinend. Ist es ein Bug, dass der hier ist? Da ist nichts drin. Da ist ein Tisch. Da ist auch nichts drin. Auf diesem Metalltisch befindet sich eine Art Biomasse. Wissenschaft. Ich kann nichts dazu lernen. Okay. Ich kann nichts dazu lernen. Schade. Diese Beleuchtung funktioniert noch. Was ist das? Verkohltes Fleisch und Gemüse am Spieß. Ich glaube, das nehme ich mal mit, Leute. Und das dann packe ich mal nicht an. Ist abgeschlossen. Ich pack's trotzdem mal an. Halt dich aus den Sachen des Doktors raus. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Organen und Körperteilen. Komme ich hier wieder raus? Jetzt. Was ist das Stein? Bei diesem Modell der Firma Granite Inc. handelt es sich um eine verbesserte Version, Mindeststärke 1. Ich glaube, das ist zum Werfen, oder? Und hier haben wir Granaten. Das müssten wir vier haben, oder? Ja. Tragekapazität, okay. Okay. Bei diesem. Okay, Mindeststärke 1. Reichweite 15, Schaden 1 bis 4. Also, das ist wirklich etwas zum Werfen, Leute. Wie viel wiegt das nochmal? Ich glaube, ein Pfund, oder?
Ein Pfund, ja. Könnten wir theoretisch mitnehmen dann. Ein Untersuchungstisch. Sieht wie ein Untersuchungstisch aus. Gut. Jetzt gehen wir zu ihm. Wir haben was gefunden. So. Wenn du die Wachen hier anführst, dann habe ich Informationen für dich. Ja, ich bin der Chef der Wachen. Was hast du für mich? Nichts, ich schaue nur. Schau, das ist kein Spiel. Menschen werden verletzt. Wenn du richtige Beweise findest, dann komm wieder. Oder stiehl mir nicht die Zeit, meine Zeit. Aber stiehl mir nicht meine Zeit. Okay. Dann sind wir jetzt hier fertig, oder? Dann gehen wir hierher. Halt, wir haben mit den Leuten hier noch nicht gesprochen. Wie geht's? Ganz gut. Diese Person handelt nicht mit dir. Schade. Ganz gut. Und dir? Koiga, geht's immer gut. Hey, ich muss wissen. Du solltest mit Flash hier reden. Der kann dir sicher weiterhelfen. Okay. Wir haben zu. Komm später wieder. Okay. Handelt nicht mit mir. Okay, wird gemacht. Es ist außerordentlich wichtig, dass ich den Doktor spreche. Wann ist der Doktor hier? Seine Sprechstunde ist von 8 bis 5. Jetzt raus hier. Es ist erst 6. Okay. Naja. Wir müssen jetzt nicht extra die ganze Zeit hier warten, Leute. Wir können auch einfach weitergehen. General Store. Okay. Und es würde auch hier noch mal weitergehen. Auf diesem Schild steht, dass dieser Laden Dark Waters heißt. Naja, gehen wir mal hin. Ich mag meinen Boss. Das freut mich. Der mag auch seinen Boss. Dinge. Und was kann ich mit diesen Dingen machen? Ein ziemlich gewöhnlicher Holztisch. Karren, Metallfässer. Ich glaube, ich lasse Metallfässer doch einfach. Junktown-Wache. Nimm dich Vergissmo und seinen Kumpane Nacht. Okay. So, mal nachsehen, ob hier irgendwas versteckt ist. Sieht nicht so danach aus. Kilian, es ist spät, komm ein andermal wieder. Da ist ein Gewehr drin, Leute. Verdammt! Wir sehen uns hier so ein andermal um. Ich muss unbedingt handeln, Leute. Wieso habe ich nur so wenig Tragekapazität? Was machst du hier? Naja, einfach nur reingehen. Kisten. Du hast sehr viel Zeit, dir diesen verrotteten Müll genau anzusehen. Ach so.
An diesen Holzkisten gibt es nichts Nennenswertes. Was ist das? Auch nach genauerer Betrachtung hast du noch immer keine Ahnung, was das sein könnte. Cat's Paw. Okay. Lassen wir mal einen Stein hier. Okay, also wir können das halt... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wiege zu viel, Leute. Ich mag es nicht, wenn ich zu viel wiege. Uhr. Also die Zeit vergeht wirklich sehr langsam, Leute. Reden wir mal mit dem Typen hier. Okay, dann mit dem hier. Der will nichts, dann gehen wir mal da rein. Wo habe ich das Teil bloß hingelegt? Ja, keine Ahnung. 15 Deckel. Was ist das? Du bist dir nicht sicher, was es sein könnte, aber es ist bestimmt nicht mehr essbar. Vielleicht ist es das nie gewesen. Ich hätte die Steine nicht mitnehmen sollen, Leute. Ich packe jetzt mal alle da rein. So, dann haben wir jetzt nur noch dieses riesige Haus. Das Schild steht Crash House. Gehen wir in den Hintereingang rein. Ist hier irgendwas versteckt? Offenbar nicht. Ich möchte mal wieder speichern, Leute. Okay, wer bist du? Ich sehe, ein Gegner geht. Es ist spät, komm ein andermal wieder. Sie schläft. Schläft auch. Da ist nichts drin. Da sehen wir Müll. Du siehst einen zornigen jungen Mann mit einer Tätowierung. Du befindest dich auf Skulls Territorium, Fremder. Beeil dich lieber. Die Pistole und hier die da. Habe ich denn irgendwas? Lol. Aber nachher brauchen wir das noch. Ich möchte das lieber mitnehmen. Und die Waffe brauche ich auch nicht. Also reden wir einfach. Tut mir... Skulls, wer seid ihr, Jungs? Wir sind die einzigartige Junktown Gang. Uns gehören die Straßen und wir beherrschen die Stadt in der Nacht. Ich dachte, diese Stadt würde nachts von Gizmo beherrscht. Dieser Fetzer kann nicht einmal alleine aufstehen.
Wir haben die Macht in dieser Stadt. Wir nehmen uns, was wir wollen. Habt ihr eine Art Deal mit Kilian? Wir lassen Kilian in Ruhe und er lässt uns in Ruhe. Solange alles unauffällig abläuft. Verstanden? Ich verstehe schon, ihr müsst euch vor ihm verstecken. Wir könnten ihn jetzt richtig... ja, wiedersehen. Sagen wir einfach mal. Bevor wir hier einen Krieg losstreiten. Schläft. Also wenn sie auf dem Bett stehen, dann schlafen sie, oder wie? Leider nichts drin. Da ist ein schön aussehendes Bett. Dann haben wir hier ein Bett. Da wäre ein Kühlschrank. Ist leider auch nichts drin. Ich hätte gerne ein Haus, Leute, wo wir unser ganzes Zeug reinpacken können und kein Zeitlimit mehr, sodass ich einfach die ganze Zeit Schnellreise hin und her machen kann. Die Zeitlimit von 150 Tagen nervt schon gewaltig. Wobei, es sind ja nur noch 109 Tage. Das heißt, wir haben schon fast ein Drittel der Zeit verspielt, Leute. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Okay, schläft auch. Wieso schlafen hier alle? Nichts drin. Nichts drin. Auch nichts drin. Ich hätte gerne in dieses Zimmer. Das hat zwei Sachen. Ein Regal und ein Spind. Ein Brecheisen, geil. Oh, nein. Und hier nichts. Da ist ein Brecheisen drin, Leute. Du verkaufst mir jetzt was. Willkommen im Crash House. Wie kann ich dir weiterhelfen, Fremder? Handeln. Also ja. 218. Da könnten wir die Jacke, glaube ich, verkaufen, oder? Ja. Oder ist die hier... Nein, die hier war es, glaube ich, oder? 250. Ja, die wäre noch besser. Bieten. So, ich suche... Ich brauche eine Mütze Schlaf. Ich weiß nichts darüber, aber ich vermiete dir ein Zimmer. Hier ist ein guter Ort, um sich auszuruhen und gesund zu werden. Ein Tag kostet $25 und eine Woche $150. Die meisten Besucher entscheiden sich für den Wochenpreis. Naja. Ein Tag kostet 25, eine Woche 150. Das heißt, die Woche ist um einen, dann ist ein Tag geschenkt. Das solltest du auch, wenn du mich fragst. Kein Bedarf, danke. Brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche ein Zimmer. Nichts, schon gut. Nein! Das Wasser ist weg! Mist, Leute. Die Option fürs Wasser ist weg.